Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und dies ist Agony oder die Hölle, wie man es möchte. Ich glaube, das war hier der Tempel der Lust. Wir sind ja letztes Mal gestorben. Hüpfen kann gefährlich sein. Die zappelt da komisch oben rum. Wie gesagt, wenn Kinder zuschauen, ist es nicht für Kinder geeignet. Und sie macht da auch nichts Verbotenes. Die hat einen komischen Schwanz hinten und Hörner auf dem Kopf. Das ist nicht schlimm. Das ist halt so. Ja, jeder, wie es er gern mag. Und die kuscheln dahin. Die machen nichts Schlimmes, die kuscheln. Das ist irgendwie laut. Das ist lauter als vorher. Muss ich fast schreien. Ach, eine Babykerze, ne? Bleibt mal lieber da, wo ihr seid. Auch da ist so. Die hat wahrscheinlich einen epileptischen Anfall oder so. Kann man die überhaupt aufmachen? Ne? Oh, fliegen. Was war das? Achso, wir können uns wieder finden einen Weg zum Gipfel des Tempels. Wir können wieder irgendwie in jemanden rein transferieren. Eh, um deinen Körper zu verlassen. Aber wohin? Ah, das sind die Tentakelviecher, da schon mal nicht hin. So, dann zu nochmal einen Schluck Kaffee. Das sieht aber auffällig aus, der Herr. Bist du die, die wir folgen sollen? Kletter doch mal nicht weg. Geh doch mal dahin, wo ich auch lang kann. Oh. Den möchte ich da nicht begegnen. Augenblick dachte ich, hier geht es nicht lang, aber scheint doch gut und richtig zu sein hier. Ach, da sind wieder Hände. Und das war zu kurz. Oh, fuck. My soul hunter. Ja, komm, wissen wir. Da gehe ich mit ihm durch die Pest und Blut ins Gericht. Wolkenbrüche und Hagelsteine, Feuer und Schwefel lasse ich regnen auf ihn. Jetzt um 18 Uhr, was? 38, 22? Nee, das kann keine Uhrzeit sein. Was könnte das denn sein? Laufzeit von so einem YouTuber wahrscheinlich. Mal gleich später recherchieren, ob es einen YouTuber gibt, der einfach S. EZ heißt. Ja, das ist ein Zitat aus der Bibel, das sagt meine Frau. Klar ist das ein Zitat aus der Bibel, aber den Roman kenne ich nicht. So. Thank you.
Gas geben hier. Zack, zack. Oh, 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 oh. Oh. Memories. Don't worry. Das war ein bisschen zu schnell. Und hört euch nicht vor, keine Ahnung, vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag, in die Hölle. Matze Knob, 10:28 Uhr. So. Nochmal. Diesmal laufe ich dann halt nicht. Ich bin nämlich ein bisschen zu weit gesprungen. Das liegt aber auch an der Hölle. In der Hölle springt man nicht so häufig. Da unterschätzt man einfach seine Kraft. Na, wir machen das wieder langsam. So. Rätsel und Jump'n'One einladen. Das sind natürlich die besten Sachen, die ich nicht beherrsche. Oh, komm hier. Ja, wir müssen hier rüber. Jetzt, aber komm. Yes. Und nochmal. Yes. Ich bin schon fast viel zu weit. Gibt's hier was? Ja, wir sind hier. Guilty. Ein Bild. Guilty. Ich kann nicht glauben, dass jemand von deinen Bones. Gucken wir uns das mal an. Wir sind hier. 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 Ah, dann machen wir die Säcke ab, dann können wir die Seelen übernehmen. Weißt du, wir zu weit springen oder so? Hier gibt es nichts. Okay. Ah, da kommen wir hoch. Und das ist wohl der Weg, den wir nicht gehen können und nicht gehen wollen. Okay. Derzeit. Oh, Köpfe. Schöner, weißer, schwarzer Kaffee. Habe ich schon mal gedacht, das erinnert mich irgendwie an Prey, aber ich glaube, ich habe es schon mal erlebt. Hurry up. This may be your last chance for you to see her. Ja, immer diese. Ätzerei. Ist ja wie auf der Arbeit, Mensch. So. Lesen wir erstmal einen Text von Kevin Nikolaus. Ich sehe sie immer noch. Ich habe das Gefühl, dass sie sich im Schatten verstecken. Sie warten, bis ich nicht mehr wach bin. Sie beobachten mich, seitdem ich zum ersten Mal Kontakt aufgenommen habe. Diese Schattenkreaturen scheinen nicht zu verstehen, dass ich nun einen mächtigeren Verbündeten habe. Erst ihr Licht bewirkte, dass ich die wahre Macht kennengelernt habe. Heute jedoch hat sich etwas geändert. Im Chaos sah ich eine riesige Bestie, die mich mit ihren Augen anstarrte. Die Dämonen ließen von sich hören und quälten mich am Tage. Mein Gewand jedoch glänzte vom Schein der Göttin, stellt eine Barriere dar, die sie nie überschreiten will. Ja, gut. Danke. Wo sind wir jetzt wieder gekommen? Ah, wir sind hier runtergekommen, genau. Da gab es hier eine Notiz von Kevin Nikolaus. Und, nein, ah, es wäre fast zu kurz gewesen. Weil wir hier, warte, warte. Aber ich will ja nicht auf die Wand, Mensch. Lauf, lauf, lauf und spring. Komm, irgendwie. Der Tempel der Lust. Ein magischer Dornball oder? Ach, ein Apfel. Mit einer Vagina drin. Ah, einen Seelenpunkt erhalten. Yeah, wir können unsere Seele upgraden. Ich weiß, wir müssen, glaube ich, in die andere Richtung. Ja, das wissen wir schon.
Irgendwie sieht das nett aus. Darauf nochmal einen Kaffee. Und wir hören schon wieder was rumkrabbeln. Ah, so wegen dem Lichteffekt. Ich wundere mich gerade, warum es immer mal so knallrot wurde. Ja, die Schattendinger wieder. Ist das Jesus? Jesus, Jesus, du bist ganz okay. Oder wie ging der Song? Wenn es jemand weiß, ab in die Kommentare. Ich glaube, das war aus South Park. Oh. Hier fehlt... Ach, das war von den Doofen. Ja, Verzeihung. Ich habe nur noch die Melodie im Kopf gehabt. Ich weiß noch nicht, woher mein Gehirn das noch hatte. Feuer fehlt hier. Feuer? Ne, Feuer ist es nicht. Vielleicht mehr Herzen. Ich glaube, wir müssen Herzen sammeln. Nebenbei diesen Spinnendingern ausweichen. Ein Kiefer, Unterkiefer. Brauchen wir noch, ich glaube, da springen wir mal nicht runter. Oder sollen wir doch da runter springen? Okay. Glaube ich, eine schlechte Entscheidung. Kinder, bitte weggucken. Ich weiß nicht, was sie machen. Oh oh. Ich sag's doch, war eine schlechte Entscheidung. Das ist ja nett, der trägt mich irgendwo hin. Aha. Ei, das sieht nach Rückenschmerzen aus. Ich brauche keine Rückenschmerzen. Ist das hier rote Göttin? Haben wir es geschafft? So is that nah. All you can do? You have to come up with amusement, not make me die of dullness. Pathetic. Cool, dass es so viele Körper gibt, die man benutzen kann. Super. Erst wollen wir hoch, dann wollen wir wieder runter. Was denn los? Hä? Überlebende Zeit? 10 Tode, versteckte Kammer? Ach, das war mal jetzt das Level abgeschlossen? Wir haben ja überhaupt nichts gefunden. Rote Kammer. Goldene Kammer haben wir nicht gefunden, 2 versteckte Kammern.
drei Gemälde, 3D-Statuen. Gibt Comics. Wo soll das alles sein? Für einen kurzen Augenblick dachte ich gerade, wir haben das Spiel durch. Kolbe der Priesterin. Ach, immer noch. Oder war das gar nicht die rote Göttin da? Ah, Fackel. Aua, was ist denn los? Hä? Heul jetzt meine Fackel weg. War ich zu nah am Feuer? Dunkler Wald. Ganz nochmal lang, gehen wir nicht lang. Okay, der Wald ist wirklich düster. Ich glaube, das ist ganz schlecht. Brauch meine Fackel wieder. Ich sehe da wirklich nichts. Es ist wirklich dunkel. Und wir haben da, glaube ich, 2 Spinnen als Gegner drin. Vielleicht müssen wir sogar den Dornbusch hier abbringen. Wir kommen nicht durch. Das Dumme war ja, diese scheiß Spinnviecher sind ja auch schwarz, ne? Okay. Es gibt ja noch ganz andere Sachen. Okay. Eine Fackel. Gucken wir uns schnell das Bild an, bevor wir sterben. Ach hier, guckt euch das hier an. Ein Baby. Und das ist doch ein Kerl. Also geht doch Schwangerschaft bei Männern. Toll. Schnell eine Statue nehmen. Bevor wir verrecken. Yeah. Ich tritt hier sowas von in die Fresse. Hau ab, du Spinnvieh. Lass mich doch mal, kommst du ja gar nicht weg. Ich tritt dich. Na los, hau ab, Mensch. Jetzt guck mal. Da ist wieder so eine Penisschlange. Sind wir wieder am Anfang. Schnell mal hier so 1-2 Leute. Ich werde hier bestimmt noch sterben, definitiv. Also wir hätten eine bestimmt bessere Chance gehabt in diesem Wäldchen, wenn wir da unsere Fackel nicht weggeschmissen hätten. So, noch eine Statue. Herr damit. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Scheiße. Wir müssen wieder in den Wald hinein. Rechts ist eine Schlange. Schlange! Und wo müssen wir lang? Du willst mich doch verarschen. Oh,
Gott, hier da irgendeine Spinne ist auch da. Ach, leck mich doch. Hier kommen wir nicht durch, weil wir haben ja... Ach, eine Fackel. I can nearly feel her red cunt. So close. Ah, scheiße. The queen is waiting for us in her tower. Oh, dass man auch nichts machen kann. You better hurry up, pet. Och, ey. Geh mir nicht auf die Zwirn. Dann gehen wir nochmal zurück. So. Haben wir das gerade alles angezündet? Meine Fackel ist weg! Ach, das ist da, aber wo das Spinnvieh ist. Oh, das hat mich gesehen. Das ist... Fackel ist aus. Warum ist die Fackel aus? Aber das Ding ist hier ab. Lauf, Funk. Lauf. Ach, du Mensch. Mal schnell die Mütze abnehmen. Geht gar nicht mehr. Ist schon tot. Okay. So, ich habe wahrscheinlich jetzt wieder alles hinter mir vergessen und liegen lassen, aber egal. The wind carries her voice above the forest. I feel how she fills me up. Let's not make her wait any longer, my plaything. Sieht auf jeden Fall besser aus als der Wald gerade. Irgendwie war das ein bisschen koher. Sehen wir, weil sie unter den Lügelschlag hören, so bestimmt in Deckung gehen. Finde einen Weg zum Turm der roten Göttin, ja. Bin ich auch ganz für. Oh, halten wir hier ein Fest? Ich komme hier nicht durch. Ach, ich kann durch das Wasser. Okay. Okay, wir müssen schwimmen. Ach so, sind die Maßen, okay. Nehmen wir kurz hoch. Luft holen. Und das Herzen oder so? Okay, wir haben ja keine Zeit, wir müssen hoch. Ausdauer, Ausdauer. So. Geheimkammer. Tolles in der Geheimkammer. Text. Ein weiteres Mal irre ich im dichten Wald umher, geführt von der Stimme einer der Huren meiner Mutter. Okay. Gewandt in körperlicher Begierde stellen sie eine Kraft dar, der man sich nicht widersetzen kann. Immer wenn ich eine weitere ficke, oh, dann spüre ich, dass der Geist der Göttin auf sie niederkommt. Auf ihre Lippen habe ich den Geschmack der Göttlichkeit und Schönheit entdeckt. Und das erlaubte mir,
für einen Augenblick zu vergessen, wie unerfahren manche von ihnen sein können. Ihre Leichen verteilte ich in der Hölle und trenne das Fett von den Knochen, um ein weiteres Ritual vorzubereiten. Die Reste vergrabe ich im Wald und beobachte, wie die Wurzeln den Saft aus den verwesenen Körpern trinken und einwachsen in die gebrochenen Becken und Unterkiefer. Der Wind trägt die Klänge der unter dem Gewicht der Bäume brechenden Knochen. Kevin Nikolaus. Ja, Geheimkammer, wow. Ist ja wenigstens eine Statue oder so. Ne, irgendwie nicht, ne? Ich sehe keine Statue. Einfach nur der Text von Kevin Nikolaus. Jetzt müssen wir da weiter, oder? Ah. Tolle Geheimkammer. Keine Geschichte. So. Ich frage mich immer mehr, wie man hier Zeit hat, um zu schreiben. Ich sterbe hier schon. Yeah. Ich nehme dir mal die Mütze ab. Mütze! Mütze! Nicht! Wir gehen weiter. Okay. Okay, was ist denn hier los, Mann? Irgendwas Großes verfolgt uns. Irgendeine Penisschlange auf dem Boden. Ich habe keine Zeit. Das ewige Feuer. Oh, leck mich doch an. Arsch, wie komme ich da hoch? Ja, ich komme da nicht weiter. Mach da runter. Na, ups. Ach, endlich was Friedvolles. Hm, okay. Das war's mit dem Frieden. Bild von einer Tür. Nicht gut. Eine Statue. Ach, verdammt, ich habe ganz vergessen. Wir haben noch eine Fähigkeit bekommen. Und ich weiß schon, wo ich sie einsetze. Was haben wir hier? Erlaubt es den Spieler Ono Skills Dämon in einem Band zu ziehen. Klingt auch gut. Was immer das ist. Das haben wir schon mal. Also Schleichen bringt irgendwie, die sehen mich immer. Das bringt nichts. So, ermöglicht das Überleben von schwachen Angriffen. Ich glaube, ihr habt noch nie einen schwachen Angriff überlebt, außer von den Spinnen vielleicht. Hm. Verlängert Atem anhalten. Ah ja, man kann Atem anhalten, ich vergesse das immer. Dann nehme ich einfach, erlaubt es den Spieler irgendwelche Dämonen zu übernehmen. Wie auch immer das gehen mag. So, das geht nicht. Achso, wir haben keine Seele. Ich habe doch eine Seele vorhin gehabt. Oh nee, ey. Hätten wir da nochmal hin müssen? Wir hatten doch diesen Seelenapfel. Hm. Scheiße. Da sind wir bestimmt gestorben. Das hat dann nicht gezählt, ausnahmsweise. Aber das Statuen und so ein Scheiß, wenn wir den einmal finden, das behalten war. Aber so einen Seelenapfel müssen wir dann wahrscheinlich nochmal einsammeln. Ist ja Fackel. Oh, meine andere Statue. Ich habe sie mir jetzt nicht ansehen können, aber gut. Fackel nehmen wir mal lieber gern. Ein Text. Oh, wie von Kevin Nikolaus. Brüder, ihr dürft dem Wahnsinn nicht anheimfallen.
Was ist das für ein Reich, in dem ein Mensch sein Bruder ist? Wird der Mangel an Nahrung uns alle dazu nötigen, Kannibalen zu werden? O Herr, erbarme dich unserer Seelen, die der Teufel zur Sünde bewegt hat. Dies ist wahrscheinlich ein abscheulicher Ort. Okay. Können wir es abfackeln? Keinen Sinn. Was wir müssen. Ach, jetzt brennt hier wieder alles. Und dann lässt er mal so eine Fackel fallen. Lass doch die fallen, Junge. Nimm die. Im dunklen Wald hinter uns. Ah, geht's da Richtung Himmel? Ich glaube, mal oben rechts die Statue wird nicht lange eine Statue bleiben. Mehr Hufe. Sich jetzt erst. Riesige Tentakel, komische Finger. Schädelstrauch ist das. Wer kennt denn nicht den Schädelstrauch? Man muss wieder links runter, wenn man auch rechts runter kann. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Ich glaube, wir hatten auch mal im Garten Schädelkraut. Ganz viel davon. Sehr widerspenstig. Ein Comic oder so. Und hier gibt's nichts. Dann gehen wir jetzt mit diesem komischen Durchgang durch. Den komischen Glibber an der Seite. Aha. Das ist komischer hier. Oh. Was war das denn? Der hat keine Hörner gehabt.
Oh, ein Baum. Have you heard? Goddess brought the son of a bitch here who did us in. What? Our God is here? Where? Apparently so. Ziehe den Dämonen an die Türen des Traums zu zerstören. Welcher Dämon? Erstmal ziehen wir hier die Mütze ab. Damit wir die Seele übernehmen können, oder den Körper übernehmen können, besser gesagt. So ist als Waffe doch gar nicht so schlecht. Stange rausziehen. Schädelkerze. Oh, diese Kackfrau wieder. Einige Elemente in der Umgebung sind sicherlich beschädigt. Nutze die Kraft eines Dämonen, um sie zu zerstören. Manchmal musst du mächtigere Dämonen nutzen, um bestimmte Hindernisse zu zerstören. Das klingt cool. Aber... So, eine tiefe Stimme. Decomposing. I'm gone. I've been gone for long. I'm getting closer and closer to her. Our goddess won't be here for long. Don't waste our time. Burn this split-headed whore at her cave. Use her bloody body to open the tower doors. Kill everyone who stands between us. Ja, ist ja gut, aber wo ist denn jetzt der Dämon, den ich brauche? Oh. Fackel ist aus, Fackel ist aus. Nein, nein, nein. Was gibt es hier noch? Die Fähigkeit haben wir ja gar nicht freigeschaltet eigentlich. Aber vielleicht kriegen wir das ja gratis. Text. Ich irre im Wald des Wahnsinns und des Verderbens umher und sehe Bilder, die ich nicht länger ignorieren kann, während der Wind das Geräusch der rauschenden Blätter verbreitet. Höre ich brechende Knochen unter der Erde, auf der ich schreite. Hier habe ich die Quelle gefunden, aus der Priesterin schöpfen, von ihrem Getränk. Bedeckt stapfe ich weiter durch das Dickicht und spüre, wie mein Körper mit jeder weiteren Dosis stärker wird. Obwohl ich den Wald Nut... Was? Obwohl ich den Wald Nut verschwommen sehe. Was ist denn Nut? Erkenne ich immer noch den Unterschied zwischen Traum und Realität. Bald schon werde ich imstande sein, diese von nichts umgezwungene Kraft in beiden Welten zu nutzen. Kevin Nicholas, was ist Nut? Gut, den Text hat er gut beschützt. Oder ich dachte, wir kriegen hier irgendeinen Gegenstand. Fähigkeit wäre auch gut. Doch, das Gefühl, wir brauchen. Fackel nochmal. Ne, doch, ja.
sind auch direkt unterm Baum. So, was gibt es hier? Was gibt es hier? Nichts. Okay, man kriegt bestimmt hier eine Fackel, falls man ins Wasser gefallen ist oder so. So wie ich. Scheiße. Komme ich hier wieder hoch? Oh, Mamma mia. Irgendwie kommt man da wieder hoch. Okay. Dann erkenne ich jetzt den Sinn. Alte X, während du was? Um eine Fackel? So, gedrückt halten, um sie weiter zu werfen. Toll. Und ich werf's noch im Wasser rein. Warum gibt's noch eine Gratis-Fackel? Wahrscheinlich extra für meine Künste. Halt mal ganz tolle. Dolle, 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 dolle. Höher, höher, höher und werf. Kann ich rüberspringen. Ist das Vieh hin? Also ich fackel das irgendwie. Okay, die Fackel ist auch weg. Das glänzt hier alles so. Wieder richtig düster. Toll. Irgendwas jagt uns wieder. Ich sehe nichts. Ein bisschen umdrehen. Und wir kommen nicht weiter, weil wir keine Fackel haben. Verdammte Kacke. Ja, hau mich. Jetzt weiß ich, warum man das werfen kann. Aber wir hatten noch eine Fackel erfolgreich noch hochgeworfen. So, dann wieder hierher. Hier liegt schon eine, nehmen wir die auch mit. Ach, ins Wasser geplumpst. Kann sich nur um Jahre hier handeln, das ist sehr dauert. Mensch. Und noch mal rüber. Hopp, Silly. Hopp, 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 hopp. Oh, nee. Ich sag ja, Rätsel und Jump'n'Run, das ist... Das kann ich nicht. Das geht nicht. Und wenn wir im Wasser sind, heilen wir nicht, ne? Weil wir heilen uns gerade gar nicht. So, eins... 2, 3. So, Hörziel und werfen. Und rüberspringen. Schnell, 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 schnell. Nicht, dass die Fackel sich wieder auflöst. So, nehmen, hauen, laufen. Was ist nun los? B, ich brauche die gleich nochmal. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir hin mussten.
verbrennt einfach quasi alles. Und wir regenerieren uns nicht mehr. Okay, hier hält sich jemand Nahrung. Darüber, ja. Ah, geil, wir können die Viecher jetzt übernehmen. Wieder mal rein da. Ich dachte, es kommen irgendwelche neuen Viecher. Aber echt cool. Hey! Schlagen kann man nicht. Nur komisch gehen. Ah, die Menschen. Hehehe. Nichts mit dem Machen. Oh, doch, irgendwie komisch. Vielleicht vier Tage. Lächerliche Animation. Ah ja, kann man helfen. Weg. Spring! Spring! Nein! Du kannst schwimmen. Auf jeden Fall Menschen töten, aber wir können da nicht reinkommen. Wieso nicht? Boah. Okay, da geht's nicht rein. Ich glaube, ich habe hier wieder nicht die richtige Taste. Ah, linke Maus gedrückt halten. Da macht sie wahrscheinlich so einen Powerfist, oder auch nicht. Ah, die ist so weg. Aber wir sind eine Seele wieder. Scheiße, wir haben alle umgebracht. Shit. Sprich mit der roten Göttin, aber erst brauchen wir ihren Körper. Oh nein, was ist nun los? Tentakelvieh. Ach Mann. Wir hätten einfach nicht draußen killen sollen, glaube ich. Und ich sah das Weib, trunken von dem Blut der Heiligen, von dem Blute der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr. Keine Ahnung. So, wo sind wir denn? Ach, nee. Ach, nee. Ist die Tür offen? Ach, Gott sei Dank. So. Oh, das Video ist ja schon viel zu lang. Ja, das war jetzt mal besser, fand ich.
Wir haben mal ein bisschen neue Ortschaften gesehen, auch diesen Wald, den ich nicht mag, neue Viecher, auch wenn ich sie nicht mag. Und wir konnten endlich mal was übernehmen. Das finde ich cool, dass wir auch mal Dämonen übernehmen können und ein bisschen rumschnetzeln. Das ist mal was anderes. Ja. Ich würde mal sagen, hier machen wir erstmal eine Pause. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!